Stehen noch wenige, aber ich denke, ich fange schon mal an. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Klares Bekenntnis zum Kampf gegen Extremismus im Staat und Gesellschaft, Drucksache 20/128. Wird die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe, das ist der Fall. Dann wird dieser Top 29 und kann, wenn niemand widerspricht, das sehe ich nicht, mit Top 14 zu diesem Thema aufgerufen werden. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ebenfalls ein dringlicher Antrag von CDU und Bündnis 90 Die Grünen, sachliche Debatte über Luftschadstoffe und die Verhinderung von Fahrverboten. Auch aus der 20. Wahlperiode, logischerweise, die Nummer 130, wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dies Top 30 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 9 zu diesem Thema aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Dann haben wir noch ein bisschen was nachzuholen von den Aktuellen Stunden. Wir steigen jetzt ein mit Tagesordnungspunkt 21, die Aktuelle Stunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Erklärung der vielen als Zeichen für Vielfalt, Offenheit und Toleranz in Hessen. Und als Erstes hat sich die Kollegin Schmidt von Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zu Beginn einen Satz vorausschicken. Kunst und Kultur sind frei, und sie müssen auch frei bleiben. Doch das ist keine Selbstverständlichkeit. In unserem Land stehen wir nicht über den Dingen, sondern auf dem Boden, in dem Bücher verbrannt, Kunst als entartet, diffamiert und Kultur flächendeckend zu Propagandazwecken missbraucht wurde. Dass so etwas nie wieder passiert, dafür haben bereits viele Menschen vor uns gekämpft. Und auch heute ist das wieder notwendig. Denn wir leben in einer Zeit, in der die demokratische und künstlerische Freiheit durch völkisch-nationalistische, fundamentalistische, populistische und autoritäre Weltbilder wieder bedroht wird, in einer Zeit, in der Kultureinrichtungen und Kulturschaffende durch Hetze und Schmähungen unter Druck gesetzt und durch persönliche Angriffe in ihrer freien Arbeit eingeschränkt werden. Deshalb haben sich in den vergangenen Tagen auch in Hessen zahlreiche Kunst-, Kultur- und Bildungseinrichtungen der bundesweiten Initiative Erklärung der Vielen angeschlossen, um ein Zeichen zu setzen für Vielfalt, für Offenheit und für Toleranz. Aber warum brauchen wir überhaupt Kunst und Kultur? Kunst und Kultur spricht uns an, auf das, was wir insgesamt sind, nämlich nicht nur Verstand, sondern auch auf das, was wir fühlen. Deshalb brauchen wir die Freiheit der Kunst, weil sie sich nicht sofort jeder politischen Rationalität unterordnet, weil sie auch nicht sofort antworten muss, wenn ihr eine Frage gestellt wird, sondern weil sie unsere Art des Sehens, unsere Blickwinkel und unsere Perspektiven ändert. Und von dieser Veränderung sollen alle profitieren. Vom Wesen der Kunst. Vom Wesen der Kunst können wir vor allem eines lernen. Vielfalt ist keine Bedrohung, sondern Schönheit und Bereicherung. Vielfalt kann und muss aber auch Herausforderung sein. Viele unterschiedliche Interessen treffen aufeinander und finden sich oft im Dazwischen. Deshalb muss Demokratie täglich neu verhandelt werden. Aber immer unter einer Voraussetzung. Es geht um alle und um jeden und jede Einzelne. Kunst und Kultur bergen eine Kraft, die Identität und Zusammenhalt stärkt und den Raum für neue Ideen öffnet. Sie ermöglichen Teilhabe, nicht nur für den Einzelnen, sondern für viele. Diese Teilhabe an den gesellschaftlichen Werten
wird durch kulturelle Bildung zur Teilhabe an der Gesellschaft selbst. Respekt und Toleranz sind ein hohes Gut, das es zu bewahren gilt. Jeder Angriff auf diese Werte ist auch ein Angriff auf unsere Gesellschaft. Wollen wir Respekt und Toleranz bewahren, müssen wir uns als Gesellschaft reflektieren. In der Erklärung der Vielen wird genau das deutlich. Es geht um die Erhaltung einer freien und offenen Kulturszene. Es geht um den Dialog zwischen einzelnen Menschen, aber auch um den von Gruppen. Es geht um eine offene und faire Diskussionskultur, und es geht um Solidarität. Die Erklärung der Vielen setzt ein Zeichen. Dafür möchte ich an dieser Stelle allen Initiatoren und Unterzeichnern von Herzen danken. Aber ein Zeichen alleine genügt nicht, meine Damen und Herren. Als Politikerinnen und Politiker haben wir die Verantwortung, uns jeden Tag neu für die Freiheit der Kunst und eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzen. Wir dürfen Intoleranz, Hetze und Einschränkungen in Kunst und Kultur nicht zulassen. Denn erst wird die Freiheit der Kunst eingeschränkt, dann die Pressefreiheit, und darauf folgt die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Freiheit aber, meine Damen und Herren, steht totalitären Systemen entgegen. Setzen wir uns deshalb dafür ein, dass die Freiheit der Kunst und damit ein wichtiges Stück unserer Demokratie erhalten bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmidt. Das war fast eine Punktlandung und noch dazu die erste Rede hier im Hessischen Landtag. Als Nächstes hat sich Dr. Naas von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind den GRÜNEN sehr dankbar, dass Sie dieses Thema zur Aktuellen Stunde gemacht haben. Denn die Erklärung der Vielen eröffnet uns die Möglichkeit, einmal über Kunst, Kunstfreiheit und das Verhältnis zur Politik zu reden. Für uns Liberale, aber ich denke für uns alle, ist die Kunstfreiheit ein zentraler Wert. Sie ist Teil der persönlichen Freiheit, sich in der Kunst auszudrücken. Die Kunst kann unpolitisch sein. Sie können Katzen malen. Sie können Taunuslandschaften malen, natürlich ohne Windräder, wie es die Kronberger Malerkolonie des 19. Jahrhunderts tat. Die Kunst kann aber auch politisch sein, nämlich Sand in Getriebe. Interessant wird es immer dann, und dann zeigt sich die Liberalität, wenn die Kunst nicht die eigene Meinung abbildet, sondern einen Spiegel vorhält. Dann zeigt sich, ob man es mit der Kunstfreiheit ernst meint. Denn dem einen mögen die Gedankenwelten von Richard Wagner zu weit rechts sein, den anderen vielleicht die Motive und der Bildausschnitt von Käthe Kollwitz zu weit links. Große Künstler sind beide, auch wenn einem die Richtung politisch nicht passt. Und wie die Kunst politisch sein kann, so dürfen auch die Künstler und die Kulturschaffenden selbstverständlich politisch sein. Meine Damen und Herren, es gehört zur Freiheit der Künstler und Kulturschaffenden dazu, sich solidarisch zu zeigen und für die eigenen Interessen einzutreten. Ich finde, es ist sogar Ihre Pflicht, die Kunstfreiheit und die eigene Kunst zu verteidigen. Und daher unterstützen wir die Frankfurter Erklärung der Vielen hier ausdrücklich. Wir hätten vielleicht die eine oder andere Formulierung anders gewählt, aber viele Institutionen, ich glaube, das ist ein großer Konsens, haben dieser Erklärung zugestimmt, das Städel, das Historische Museum, das Jüdische Museum, das Filmmuseum. Ich möchte mich auch ausdrücklich bei allen bedanken. Meine Damen, meine Herren, die Frankfurter Erklärung der Vielen, dieser Erklärung kann jeder Demokrat hier zustimmen. Ich glaube, das verbindet uns.
Denn es kann in der Tat nicht sein, dass Kultureinrichtungen in Hessen Hassmails, Mord- und Bombendrohungen erhalten. Dem müssen wir frühzeitig begegnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns dafür einsetzen, dass die demokratische und künstlerische Freiheit gegen alles, was sie bedroht, verteidigt wird. Und wir müssen uns klar abgrenzen gegen jeden Versuch, unseren Pluralismus und auch unsere Vielfalt in Hessen einzuschränken. Ich sage das klar und deutlich. In der Frankfurter Erklärung heißt es, es geht um alle. Die Kunst muss frei bleiben. Künstler dürfen sich in Politik einmischen, aber die Politik darf sich nicht in die Kunst einmischen, wenn Kunstfreiheit herrschen soll. Meine Damen und Herren, wenn ich da so Ihren Koalitionsvertrag lese, Zitat, Hessen soll sich zu einem nachhaltigen Filmland entwickeln und das Gütesiegel Grüner Drehpass unterstützen. Und zweites Zitat, mit den Leitungen einschlägiger Einrichtungen darauf hinwirken, dass die Sensibilität für Fragen der Geschlechtergerechtigkeit im Kunstbetrieb wächst, dann bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob wir hier alle den gleichen Begriff von Kunstfreiheit haben. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ich habe es nicht verstanden, werden die Künstler nicht zur Acrylfarbe zwingen, nur weil diese umweltfreundlicher ist als die Ölfarbe. Die Kunst steht nicht unter dem Primat grüner Weltverbesserung. Und dazu zählt auch, dass die Erklärung der vielen, die im Wortlaut recht eindeutig ist, nicht instrumentalisiert wird. Und wenn ich dann beispielsweise lese, dass einige wenige, aber doch einige Erstunterzeichner öffentlich und allen Ernstes der Auffassung sind, dass nach Unterzeichnung dieser Erklärung keiner mehr im Frankfurter Römer eine Reduzierung der kulturellen Etats in Frankfurt fordern dürfe und der Frankfurter Kulturbetrieb dann auch nicht bitte mit überflüssigen Anfragen im Stadtparlament belästigt wird, dann muss ich dem widersprechen. Meine Damen und Herren, kritische Diskussionen und Anfragen müssen in einem demokratischen Gemeinwesen ausgehalten werden. Solche Anträge muss man mit guten Gründen im Parlament begegnen. Es gibt ja gute Gründe dafür, aber nicht durch Erklärungen, die die Kunstfreiheit an sich betreffen. Die Erklärung der vielen mag zur Standortbestimmung dienen, und sie eint uns. Aber sie ersetzt keine politische Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Naas. Auch das war die erste Rede an dieser Stelle von Dr. Naas. Als nächstes hat sich Frau Papst-Dippel von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen, meine Damen und Herren! Der ein oder andere hier im Plenum wird ähnliche Worte von mir schon kennen. Ich wiederhole sie aber immer wieder gerne. Ja, das Leben ist Vielfalt. Und ja, wer achtsam mit seinen Mitmenschen umgeht, der ist offen und tolerant. Toleranz ohne Achtsamkeit kann nicht echt sein, ist quasi verordnet. Und ja, Pluralismus ist auf allen Gebieten, sei es Wissenschaft, Kunst, Parteienlandschaft oder Gesellschaft und so weiter, wünschenswert, ist selbstverständlich. Und noch einmal, Achtsamkeit fördert ein friedliches Zusammenleben, Respekt voreinander und Solidarität miteinander, mithin Teilhabe. Diese Gedanken sehe ich in unserem Grundgesetz, zu dem wir uns ja alle bekennen, in eine würdevolle Form gebracht. Und wir alle erkennen die allgemeinen Menschenrechte voll und ganz an. Die Umsetzung dieser Menschenrechte ist in einer aufgeklärten und gebildeten Gesellschaft ohne weitere Spezifizierungen selbstverständlich.
Die Umsetzung all dessen aber findet in den Herzen statt. Und diese Umsetzung ist von Absichtserklärungen, die auf Dauer auch Begriffe sozusagen verschleißen, völlig unabhängig. Die AfD-Fraktion hält den nahezu inflationären Gebrauch sehr wertvoller Begriffe wie z.B. Toleranz für unnötig. Toleranz und Offenheit sind eine Selbstverständlichkeit und eben Eigenschaften des Herzens. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Papst-Dippel. Als nächstes hat sich Kollegin Wissler zu Wort gemeldet, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In der letzten Woche wurde die Frankfurter Erklärung der Vielen veröffentlicht, eine Initiative von Kulturschaffenden und Forschern, die Position bezieht gegen Rechts, gegen Rassismus und Diskriminierung. Unterzeichnet haben sie viele Frankfurter Kultur- und Bildungseinrichtungen wie Schauspiel, Alte Oper, Freie Theater, die Museen, Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen. Und es ist gut, dass der Landtag dieses Engagement in einer Aktuellen Stunde heute würdigt. Die Erklärung ist ein Plädoyer für die Verteidigung der demokratischen und künstlerischen Freiheit, Zitat, gegen alles, was sie bedroht, völkisch-nationalistische, fundamentalistische, populistische und autoritäre Weltbilder, gegen Stimmungsmacher, Ausgrenzung und Abwertung anderer Menschen, wie z.B. jede Form von Rassismus, Homo- und Transphobie, Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus oder Islamophobie, und geben solchen Positionen keinen Raum. Das ist ein wichtiges Signal in einer Zeit, in der rassistische und faschistische Strömungen in vielen Ländern Europas Zulauf haben, in der die Gewalt von rechts zunimmt und Migranten, Flüchtlinge, Juden und Muslime zunehmend Anfeindungen und Übergriffen ausgesetzt sind. Wenn Musliminnen auf der Straße angefeindet werden, weil sie ein Kopftuch tragen, wenn Juden sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit Kippa zu tragen, und wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe und ihrer sexuellen Orientierung Angriffen ausgesetzt sind, dann ist das alarmierend. Und diese Entwicklung ist ein Angriff auf die Demokratie insgesamt, der sich alle Demokratinnen und Demokraten entgegenstellen müssen, meine Damen und Herren. In der Frankfurter Erklärung heißt es, die Freiheit von Kunst, Kultur und Wissenschaft duldet keine Eingriffe. Sie schaffen einen Raum zur Veränderung der Welt. Die Freiheit von Wissenschaft und Kunst ist in der Tat Voraussetzung für Demokratie. Wir haben erlebt in der deutschen Geschichte, was die Einschränkung von Kunst bedeutet und sie als entartet zu verfolgen. Kunst, Kultur und Wissenschaft können sich nicht entwickeln in nationaler Enge und Abgeschiedenheit. Sie brauchen internationalen kulturellen Austausch und Einflüsse. Es gibt eben keine feststehende deutsche Leitkultur, sondern Kultur entwickelt sich fortlaufend weiter. Sie spiegelt gesellschaftliche Entwicklungen wider und hinterfragt sie. Und Kunst darf auch provozieren. Auch das darf Kunst. Meine Damen und Herren, vor wenigen Tagen jährte sich die Befreiung von Auschwitz zum 74. Mal. Und auch darauf verweist ja die Erklärung der Vielen. Und auch nach 74 Jahren kann und darf es keinen Schlussstrich geben unter die Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Und das deutlich auszusprechen, ist besonders wichtig in einer Zeit, in der eine Partei in den Parlamenten sitzt, deren Vertreter eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordern und die NS-Zeit, der Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind, als Vogelschiss bezeichnen. Und nicht zu vergessen die Äußerungen einer hessischen Abgeordneten, die für die AfD angetreten ist und die ein Mitglied der Waffen-SS, einen verurteilten Kriegsverbrecher, lobte und Kriegsverbrechen der Wehrmacht leugnete. Und an der Stelle will ich sagen, Frau Walter, Sie haben sich ja heute Morgen in Ihrer Rede als Lebensschützerin aufgespielt. Sie sollten sich vergegenwärtigen, wie viele Leben den Verbrechen der SS und der Wehrmacht zum Opfer gefallen sind. Bei Massakern, unter anderem in Griechenland, wurden Menschen bei lebendigem Leib verbrannt. Da wurden Schwangeren die Bäuche aufgeschlitzt und Kinder und Säuglinge getötet. Und wer solche Verbrechen relativiert und beschönigt, der sollte vielleicht zum Thema Schutz des Lebens besser schweigen.
allen Versuchen des Geschichtsrevisionismus muss laut und entschieden widersprochen werden. Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano hat einmal in einer Rede vor Schülern gesagt, ihr habt keine Schuld an dieser Zeit, aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts über diese Zeit wissen wollt. Und an der Stelle will ich auch die wertvolle Arbeit der Gedenkstätten, der Bildungsstätten, der Vereine, der vielen lokalen Stolperstein-Initiative würdigen, die einen wichtigen Beitrag leisten zur Erinnerungskultur in Deutschland. Und Erinnerungskultur bedeutet eben auch, angesichts von aktuellen Gefahren wachsam zu sein, jeder Form des Rassismus, des Antisemitismus und Faschismus entschieden entgegenzutreten, ob im Alltag, bei Aufmärschen, in breiten Bündnissen, ob das Aufstehen gegen Rassismus unteilbar ist oder auch die vielen lokalen Bundstadt-Braun-Bündnisse, die Omas gegen Rechts und die vielen Anti-Nazi-Bündnisse, die es gibt, da der Kampf gegen Rechts eben auch bedeutet, diesen rassistischen Ressentiments etwas entgegenzusetzen. Und deshalb ich komme zum Schluss. Ich bin froh, dass es in Frankfurt und andernorts solche Initiativen gibt, im Sport, im Kulturbereich, Rock gegen Rechts, und dass Bewegungen wie Pegida in Hessen keine Chance hatten, weil sich ihnen viele Menschen in den Weg gestellt haben. Und deswegen ist es auch gut, dass wir diese Initiative heute hier im Landtag gewürdigt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Als nächstes hat sich Herr Hofmeister von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! In Deutschland gab es Zeiten, in denen Kultur in einen staatlichen Rahmen gepresst, Künstler inhaftiert und deren Kunst zerstört wurde. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde das kulturelle Leben durch die Reichskulturkammer gesteuert, um es gleichzuschalten und im von Nazis gewollten Sinne kontrollieren und missbrauchen zu können. Und wer nicht in dieses Konzept passte, dessen Bücher wurden verbrannt, wurde persönlich verfolgt und dessen Kunst wurde als entartet bezeichnet. Aber auch in der DDR ging man gegen Künstler vor, die dem dortigen Regime nicht genehm waren. Ich erinnere an Wolf Biermann, der nach mehreren kritischen Vorträgen zunächst Auftritts- und Publikationsverbot erhielt und dann 1976 ausgebürgert wurde. Wir haben also in Deutschland insgesamt eine besondere Verantwortung, uns um die Freiheit der Kunst und Kultur zu sorgen, sowie diese stets vor Attacken von Extremisten und Populisten zu verteidigen. Meine Damen und Herren, Freiheit ist sicherlich das zentralste Individualrecht der Menschen in einem demokratischen System. Und zu dieser individuellen Freiheit gehört dann eben auch die Möglichkeit zur Ausübung künstlerischer und kultureller Ideen. Und es ist auch vollkommen legitim, den kritischen Diskurs über Kunst und Kultur zu führen. Das ist mitunter auch vielleicht befruchtend und bringt neue Ideen, aber im Rahmen und auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ohne persönliche, diffamierende Attacken. Eine Bemerkung will ich mir erlauben zu Herrn Dr. Naas. Wir haben einen sehr guten Koalitionsvertrag. Vor allem haben wir auch im Bereich der Kultur viele Ideen einfließen lassen. Das sind kein Zwang, das sind Anreize für Kulturschaffende. Das ist auch eine staatliche Aufgabe, zu schauen, wie wir Kunst und Kultur in unserem Land fördern. Und deshalb sind dort gute Ideen darin. Da brauchen Sie an der Stelle nicht zu kritisieren. Die Erklärung der vielen, die von zahlreichen Kultureinrichtungen in Frankfurt unterzeichnet wurde, ist also absolut zu begrüßen. Ähnliche lautende Erklärungen wurden ja auch deutschlandweit in vielen anderen Städten und Regionen verabschiedet. Und es ist ganz klar, wir müssen jeglichen Versuchen, Kunst und Kultur einzuschränken oder für irgendwelche Ziele einzuspannen, sehr wachsam begegnen und diesen entgegentreten. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir heute mit dieser Debatte ein Stück weit dafür Bewusstsein schaffen. Und was ich an der Frankfurter Erklärung besonders gelungen finde, ist, dass auch der Bereich der Wissenschaft mit einbezogen wurde. Denn auch die Wissenschaft wurde in der deutschen Vergangenheit für staatliche Ziele missbraucht, verbogen und mitunter auch verfolgt. Die Wissenschaft lebt aber ebenso wie die Kunst von der Vielfalt und kann sich nur frei und mit ihrer vollen Wirkung entfalten, wenn es eben keine Denkverbote oder Einschüchterungen von welcher Seite auch immer gibt. Und
Meine Damen und Herren, nicht umsonst wird die Freiheit von Wissenschaft und Kunst sowohl vom Grundgesetz als auch in unserer Hessischen Verfassung garantiert. Dafür gilt es, immer wieder einzutreten. Wir in Hessen und Deutschland müssen aus der Erfahrung unserer Vergangenheit aber mehr ableiten, als nur in unserem eigenen Bereich für eine freie Kultur und Wissenschaft zu sorgen. Wir müssen auch Vorbild sein. Denn wovon wir heute hier sprechen, davon ist man in vielen anderen Ländern noch weit entfernt. Ich erinnere an die Türkei, in der im Nachgang des Putschversuches 2016 scheinbar wahllos auch Wissenschaftler und Künstler inhaftiert und Universitäten geschlossen wurden. Und auch in China oder beispielsweise Russland sitzen Künstler und Kulturschaffende im Gefängnis oder wird die Wissenschaft eingeschränkt, weil sie den Machthabern nicht passt. Und hier geht auch unsere Verantwortung über das eigene Land hinaus. Wir dürfen nicht wegschauen und müssen unseren Einfluss geltend machen um die Freiheit der Kunst, der Wissenschaft. Und ich denke, es passt in diesem Zusammenhang auch die Freiheit der Presse in anderen Ländern, wo dies notwendig ist, zu verteidigen und mit zu erstreiten. Meine Damen und Herren, Hessen ist ein tolerantes, offenes und von vielfältigen Strömungen geprägtes Land. Es bleibt daher Daueraufgabe aller Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, die Freiheit von Kunst, Kultur und Wissenschaft weiterhin zu verteidigen. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Hofmeister. – Als Nächster hat sich Herr Schäfer-Gümbel von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Am 6. Februar 1919, also heute exakt vor 100 Jahren und einem Tag, hat sich in Weimar die Weimarer Nationalversammlung zu ihrer ersten Sitzung zusammengefunden. Diese Versammlung hatte den Auftrag, eine Verfassung für das erste richtige demokratische Deutschland zu formulieren. Und eine der wichtigsten Entscheidungen, die die Nationalversammlung damals getroffen hat, war, die Kunstfreiheit und Kulturfreiheit in der Verfassung weitreichend abzusichern. Der Artikel 5 Absatz 3 unseres Grundgesetzes bezieht sich explizit auf den weitreichenden Kunst- und Kulturbegriff dieser Verfassung. Es ist eines der weitreichendsten Grundrechte und Freiheiten, die unsere Verfassungsordnung vorsieht. Deswegen schließe ich mich allen an, die sich hier bei den Initiatoren der Erklärung, die vielen in Frankfurt, bedankt haben, weil sie nicht nur auf der einen Seite die Kunst- und Kulturfreiheit betonen, sondern als Kulturschaffende gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen dafür, dass Kunst- und Kulturfreiheit als eines der elementaren demokratischen Grundelemente bewahrt wird. Und da haben Sie unsere Unterstützung. Dass es dazu einen Anlass gibt, haben die Initiatoren des übergeordneten Aufrufs deutlich gemacht, der aus dem November letzten Jahres stammt und initiiert wurde von verschiedenen großen Bühnen bundesweit, insbesondere auch nach den Angriffen in Chemnitz und an anderen Orten in der Republik. Die Diskussion um beispielsweise die Frage des Umgangs mit einem Konzert im Bauhaus ist ein praktischer Ausfluss der Frage, wie wir es denn mit der Kunst- und Kulturfreiheit wirklich ernst meinen. Die Debatte um die Documenta 14 und die Frage, wie politisch darf sie denn sein, dabei geht es nicht um die Frage, was einem persönlich gefällt und was man politisch für richtig hält, sondern ob man bereit ist, in einer demokratischen Gesellschaft die Kunst- und Kulturfreiheit so weit zu fassen, dass sie eben am Ende nahezu alles darf. All das sind in Hessen Beispiele dafür, wie notwendig diese Debatte ist. Deswegen schließe ich mich dem Dank an, der formuliert wurde. Vor 30 Jahren haben rechte Krawallmacher Klaus Peymanns Uraufführung Thomas Bernhards Heldenplatz am Wiener Burgtheater gestört. Einer der zentralen Störer an diesem Abend vor 30 Jahren war niemand anders als Heinz-Christian Strache, heute Vorsitzender der FPÖ und Vizekanzler in Österreich. Ich erwähne das deswegen, weil es natürlich am Ende
und deswegen sind manche andere Beiträge in diesem Haus sehr verräterisch, auch um eine Form von Kulturkampf geht, die ausgerufen wurde von neuen politischen Kräften. Und ich will das unterstreichen mit konkreten Beispielen. Es gab massive Angriffe und den Antrag, die Mittel für das dezidiert antirassistische Berliner Theater Maxim Gorki. Es gab eine Welle von Hassmails gegen den Intendanten in Mainz, als er aus Anlass einer politischen Veranstaltung unter anderem mit dem Schlusschor aus Beethovens 9. darauf reagierte. Die Hassmails hat der Regisseur K.D. Schmidt anschließend zu einer eigenen Inszenierung verfasst, mit dem Hinweis darauf, dass man das nicht kommentieren muss, sondern es sich selbst kommentiert. In Potsdam gab es Angriffe gegen die Bühne, weil das Stück Flüchtlingshelfern gewidmet war, und dem Regisseur Falk Richter sind massenweise Morddrohungen zugekommen. In Chemnitz explodierte in einem Kulturzentrum aus Anlass und im Umfeld einer Inszenierung, die sich mit den NSU-Mordopfern beschäftigte, eine Bombe. Wir haben also allen Anlass, die vielen zu unterstützen. Und manchmal besteht Solidarität eben aus einfachen Gesten. Nach den rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz hat der Schauspieler Ulrich Mattes den Generalintendanten des Chemnitzer Theaters Christoph Dittrich angerufen, um ihn zu unterstützen. Und er hat anschließend wenige Tage später aus den Schiller-Balladen gelesen, frei nach dem Motto schließlich der Schillers Gedichtes, was zu Besseren geboren ist, weil sein Anspruch nach wie vor ist Schillers Hoffnung, dass ein Gewissen in jedem Menschen schlummert, auch in dem Verbiestertsten. Und deswegen bin ich den Grünen sehr dankbar für diese Aktuelle Stunde und den Kulturschaffenden in Frankfurt, die jetzt auch in Frankfurt dezidiert Farbe bekennen. Allen Anlass dazu haben wir leider Gottes. Vielen Dank, Herr Schäfer-Gümbel. Für die Landesregierung spricht die Staatsministerin Dorn. Und danach hat sich die fraktionslose Abgeordnete Walter zu einer persönlichen Erklärung gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Was wäre die Gesellschaft ohne Kunst und Kultur? Wir hätten keinen kritischen Spiegel, der uns vorgehalten wird. Wir hätten keinen Anstoß für neues Denken. Und Freiheit, Freiheit ist die Grundvoraussetzung überhaupt für kulturelles Schaffen. Und deswegen ist es leider kein Zufall, dass die rechten Parteien, die rechten Strömungen gerade dort den Rotstift immer wieder ansetzen wollen, dass sie Kunst immer wieder verachten. Denn sie wollen diesen kritischen Spiegel nicht. Sie wollen nicht diesen Anschluss zum neuen Denken. Und wie es richtig gesagt worden ist, beides, Wissenschaft und Kunst, beides sind diese Grundpfeiler einer pluralistischen Gesellschaft. Sie stehen für Vielfalt statt für Einfalt. Und deswegen ist es so wichtig, diese immer wieder zu verteidigen. Aber leider ist das Klima rauer geworden. Rauer für die Kultur, sehr spürbar. Die Angriffe gegen die Kulturinstitutionen mehren sich, das haben wir gerade gehört. Und ich finde es sehr, sehr richtig, dass die Kulturschaffenden sich jetzt wehren. Wehren gegen die Einflussnahme der Rechtspopulisten. Sie setzen ein Zeichen gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Transphobie, gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, gegen Islamophobie. Und Herr Naas, wenn Sie das nicht verstanden haben, aus der Kultur selbst kommt doch das Bedürfnis für mehr Gendergerechtigkeit und Frauenbeteiligung. Das kommt doch nicht von uns, das ist aus der Kultur heraus. Mit dieser Initiative wird ein Zeichen gesetzt, ein Zeichen für eine pluralistische Gesellschaft. Und das ist heute mehr denn je wichtig. Und seit letztem Freitag ist Frankfurt jetzt Teil dieser bundesweiten Aktion, die vielen, mit der sich die Kulturszene gegen Intoleranz und gegen rechtspopulistische Vereinnahmung einsetzt. Und aus meiner Sicht ist der Begriff Toleranz, kann der nie unnötig werden, gerade nicht hier in Deutschland.
56 Kulturinstitutionen haben sich zusammengetan. Museen, Schauspiel, Oper, der Mosanturm, viele freie Theater, Galerien, Ateliers, Clubs, all die haben sich zusammengetan, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen, gemeinsam ein Zeichen gegen die rechtspopulistische Vereinnahmung für eine pluralistische Gesellschaft. Und wir unterstützen diese Frankfurter Erklärung aus vollem Herzen, und wir freuen uns sehr, dass so viele Institutionen zu dieser Erklärung dazugekommen sind. Genau das ist das richtige Zeichen, was es heute braucht. Und ja, wir haben leider auch in Hessen immer mehr Erfahrungen, wie Kulturinstitutionen, wie kritische Geister mit Hass, mit Einschüchterungsversuchen versucht werden, klein zu bekommen. Erinnern wir uns alle an die Frankfurter Buchmesse 2017, wie erstmals klare rechte Verlage offen aufgetreten sind, sehr selbstbewusst aufgetreten sind. Das ist das eine. Aber was dann gefolgt ist, waren Angriffe, Diffamierungen, Beleidigungen von Mitarbeitern der Anne-Frank-Stiftung, der Bildungsstelle Anne Frank. Genauso die Buchmesse 2018. Da gab es eine Gesprächsrunde mit jüdischen Autoren. Die musste unter Polizeischutz stattfinden. Unter Polizeischutz, weil vorher in Social Media durch identitäre Social Media Gruppen, durch rechtsextreme Social Media Gruppen wurde aufgerufen, genau diese Veranstaltung zu stören. Und da rede ich noch nicht von den vielen nicht so öffentlichen Angriffen, die erlebt werden müssen. Wir haben einmal nachgefragt bei der Bildungsstätte Anne Frank. Und es ist leider etwas, was tagtäglich vorkommt, was das Social Media Team da erleben muss. Ich habe diese Dinge durchgelesen, exemplarisch, was mir da geschickt worden ist. Ich werde sie nicht vortragen. Es ist beschämend, es ist traurig, dass in unserem Land der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, dass Anne Frank selbst, dass die Ehrenbürgerin der Stadt Frankfurt, die Auschwitz-Überlebende, Trude Simonsen, dass die beleidigt wird, verhöhnt wird, dass auf den Opfern getreten wird, das darf es in unserem Land nicht geben, und da brauchen alle unsere vollkommene Solidarität. Hessen und gerade das Rhein-Main-Gebiet, das ist doch die Heimat für so viele Nationen, für so viele Kulturen, für so viele Sprachen, für so viele Ethnien. Und so oft klappt das wunderbar in einem friedlichen Miteinander. Und das genau macht unsere Region aus. Genau das wollen wir erhalten. Und das macht übrigens auch unsere Kultur hier aus. Denken wir an die wunderbare Ausstellung in Venedig 2016. Was hat da das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt? Was haben die gemacht? Das deutsche Pavillon wurde in ein offenes Haus verwandelt. Da wurden 48 Tonnen Ziegelsteine aus den Wänden herausgebrochen, um zu zeigen, Deutschland ist ein offenes Land. Oder denken wir an die vielen Kulturinstitutionen hier in Hessen, überall bis in den ländlichen Raum, die jeden Tag eine großartige Arbeit machen, Museumspädagogik, Theaterpädagogik, die eine echte Teilhabe für alle Menschen erreichen und gerade auch viele Angebote haben für Migranten, für Geflüchtete. Und ich bin so froh, dass wir den Kulturkoffer in Hessen haben, denn da können wir ganz viele von diesen kleinen Initiativen gut unterstützen für eine echte Teilhabe und für eine echte Öffnung der Kultur. Frau Dorn, auch wenn Sie gerade zum Schluss sind, ich wollte Sie nur vorsichtig an die verabredete Redezeit halten. Sehr gerne. Ich freue mich deswegen sehr, dass wir diese Initiative haben, aus der Vielfalt hervorgeht, die Bewahrung der Denk- und der Gestaltungsfreiheit. Das genau zeichnet unsere Kulturszene aus. Die Erklärung der vielen, die will viel Positives bewahren. Und auch ich mit einer der vielen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Dorn. Zu Wort hat sich Frau Walter als fraktionslose Abgeordnete gemeldet. 2:30. Es geht um den Angriff von Frau Wissler. Wo ist Frau Wissler? Gerade draußen. Ach, da vorne. Entschuldigung. Frau Wissler, Punkt 1. Das Regierungspräsidium hat ermittelt, wie Sie vielleicht in der Zeitung gelesen haben. Die Ermittlungen sind damit abgeschlossen. Sie haben mich eben persönlich beleidigt.
angegriffen. Moment, ich bin noch nicht fertig. Und Sie meinen, dass ich mir von Ihnen den Mund verbieten lasse. Sie haben mich aufgefordert, zu schweigen. Ich werde 5 Jahre ganz bestimmt nicht schweigen. Ich lasse mir von Ihnen keine Meinung aufzwingen, weil Sie meinen, Sie haben mir die Deutungshoheit. Das ist eine Sache zwischen der Fraktion und mir, Frau Wissler. Sie haben mir gerade Dinge unterstellt, obwohl das Regierungspräsidium die Ermittlungen abgeschlossen hat. Ich möchte von Ihnen eine Antwort haben, wie Sie dazu kommen, mich öffentlich vorzuführen und bloßzustellen und zu beschuldigen. Wie kommen Sie dazu? Das ist in Ordnung. Sie hat mir aber Dinge unterstellt, die offiziell die Ermittlungen sind abgeschlossen. Was wollen Sie von mir? Was wollen Sie von mir? Ich wollte nur erinnern, die 2 Minuten 30 laufen auch weiter, wenn Sie nichts sagen. Ich weiß. Ja, Frau Wissler, Sie sitzen seit 10 Jahren hier. Dass Sie Profi sind, ist mir klar. Ich halte heute gerade die 2. Rede. Ja? Ich möchte eine Erklärung, wie Sie dazu kommen, mich öffentlich zu beschuldigen, obwohl die Ermittlungen abgeschlossen sind. Und Sie werden das bitte unterlassen in Zukunft. Die Sache ist erledigt. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Ältestenrat einberufen kann. Das wollten Sie abklären. Das ist eine Beleidigung, das ist eine öffentliche Diffamierung von Frau Wissler. Und ich lasse mir das nicht bieten von Ihnen. Das klären wir aber, wenn Sie jetzt hier fertig sind. Ich habe alles gesagt, was ich gut. Gut, dann hat sich der Abg. Lichert der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. 1 Minute 54 sind noch übrig. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen! Vielfalt und Toleranz, das sind ja hier offenbar die Lieblingsvokabeln. Wir, die AfD, wir bringen doch gerade die Vielfalt in die Politik. Aber was ist denn mit Ihrer Toleranz? Toleranz beginnt ja erst dort, wo eine andere Meinung anfängt. Toleranz für die eigene Meinung gibt es gar nicht. Also lernen Sie dazu und messen Sie sich an Ihren eigenen Aussagen. Aber eines können wir ganz sicher nicht tolerieren, und das ist politisch motivierte Gewalt. Lassen Sie uns doch einmal einen Blick in den Verfassungsschutzbericht 2017 werfen. Und was lesen wir dort? Rechtsextreme Gewalttaten sind um 34% gesunken, linksextreme Gewalttaten sind um 37% gestiegen. Die linksextremen Gewalttaten liegen damit um über 50% über den rechtsextremen Gewalttaten. So, das steht im Verfassungsschutzbericht 2017. Mehr muss man dazu nicht sagen. Das sind die Fakten, und wir haben uns doch alle den Fakten hier verschrieben, oder? Danke schön. Danke, Herr Lichert. Wir konnten das auch klären. Den Ältestenrat kann nur eine Fraktion einberufen. Damit ist die Aktuelle Stunde abgehalten und erledigt.